Herzlich willkommen zu einem Video aus unserer Heimat Baden-Württemberg. Termine außerhalb unseres Wohnortes nehmen wir am liebsten in Verbindung mit einem Ausflug wahr. So handhaben wir es auch in diesem konkreten Fall mit einem Termin in Bad Mergentheim. Wir zeigen euch in diesem Video den Wohnmobilstellplatz dieser schönen Deutschordensstadt, geben euch ein paar Einblicke in die Innenstadt und vor allem zeigen wir euch, wie wir lästige Fliegen aus unserem Gustl tierschonend vertreiben. So, und jetzt? Es ist warm. Ist auf einmal die Sonne da? Ja. Nach ein paar Regentagen und nach ein bisschen Kälte ist die Sonne da. Mhm, und jetzt ist es sogar angenehm warm. So um die 20 Grad, knapp ungefähr, ja. Und das heißt für uns, wir fahren? In die Stadt. Und in welche Stadt fahren wir? Nach? Ja, ganz klar, Bad Mergentheim. Bad Mergentheim, das liegt an der Grenze von Baden-Württemberg. Ist aber auch fränkisch. Da fühlt sich Helle jetzt schon wieder richtig heimisch. Ja, genau. Natürlich, wenn es auch baden-württembergisch-fränkisch ist. Ja. Und wo ist Franken? Franken ist da, wo die Hasen hosen und die Hosen husen hasen. Kannst du das sagen? Muss ich das? Ne, nee. Doch, sag's mal. Nein. Ist ganz einfach. Ja, okay. Aber jetzt fahren wir in die Stadt. Genau. Wir stehen hier übrigens auf dem Stellplatz. Vom Bad Mergentheim und der ist recht nett. Das teuerste hier ist die Kurtaxe. Mal schauen, ob sich das rentiert. Ja, ansonsten ist es ein sehr netter Stellplatz. Für 5 Euro kann man nichts sagen. Mhm. Kurtaxe kostet dann 6 Euro für 2 Personen. Oho. Nächstes Mal vor die Alliance. Und dann blärt er, weil er alleine geht. Ja, genau. Nee. Ja. Also komm jetzt, jetzt fahren wir. Auf geht's. Ja. Hoppla. Ja, ist oben jetzt. Ich hab fast keine Luft hinter. Als Ossi feststellt, dass sie zu wenig Luft in ihren Fahrradreifen hat, fällt mir zum Glück ein, dass eine Fahrrad-Service-Station auf dem Wohnmobilstellplatz ist. Komm, Mensch, du. Jetzt wollten wir gerade losfahren und was ist? Ich habe fast keine Luft mehr in der Reife. Hier gibt es eine Fahrradstation. Die Ossi ist immer so schlecht organisiert. Es scheint ein bisschen kompliziert zu sein. Ja, weil das Ding so kurz ist. Das da ist so kurz und dann muss man das Fahrrad so punktgenau hinstellen. Stell es doch da hoch auf der Absatz. Ja, aber das ist ja so schwer. Ja. Da bleibst du damit stehen. Ja, dann stell's halt so rum. Ach, nee, du. Ja, stell's halt so rum, ist gut, du. Also, das ist schon immer okay, schwierig. Es scheint ein bisschen kompliziert zu sein, aber ich glaube, er schafft es. Meine Unmutsäußerungen aufgrund der wohl nicht für E-Bikes eingerichteten Servicestation blenden wir vorsichtshalber aus. Auf jeden Fall wurde mir dann irgendwie doch warm, aber schlussendlich konnte die Tour dann doch endlich losgehen. Thank you.
Der sehr große Kurpark von Bad Mergentheim schließt unmittelbar an den Wohnmobilstellplatz an. Er lädt ein zum Radfahren, aber auch zum Spazierengehen oder zum Verweilen. Hausplatz von Bad Mergentheim. Und der Marktplatz ist das ja auch. Wunderschönes Städtchen ist das hier. Aber Sie machen es einem irgendwie ein bisschen schwer, oder? Ja, man kommt ganz schwierig irgendwie an Informationen. Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl hier. Sie geben sich unheimlich Mühe, aber man findet es nicht. Jetzt kommt natürlich die Kirchenglocke, das ist nein, klar. Nein, nicht nur. 2 Uhr nachmittags haben wir jetzt. Aha. Sonntagnachmittag, 2 Uhr. Wir wollten eigentlich eine Stadtführung machen. Aber die gibt es am Samstag und Sonntag nicht. Ja. Dann gibt es eine Online-Stadtführung, die haben wir gebucht, aber wie wir an die rankommen, das wissen wir auch nicht. Und deshalb versuchen wir, die einzelnen Stationen irgendwo abzurufen, aber das geht mit dem Handy auch nicht. Also, ja, als, oh, wow. Dann hat die Ursi uns abgekriegt, Entschuldigung. Das hier im Eifer des Gefechts. Ja. Ja, also auf jeden Fall war hier in Bad Mergentheim, war der Mörike, Eduard Mörike. Der richtig. Hat wie viele Jahre hier gelebt, hast du rausgefunden? 7, glaube ich, 7. Ja, und dann war der Kneipp. Also Sebastian. Der, ja, genau, der Kneippfahrer. Gibt es hier auch noch, der war einen Kurpark? Ja. Ja, genau, im Kurpark. Und ja, Bad Mergentheim, Bad spricht für sich, gibt es natürlich hier Kureinrichtungen und Bäder. Mhm. Und ja, wir schauen jetzt, ob wir noch das eine oder andere finden können. Ein Schloss gibt es nämlich hier auch noch. Ja, Deutschordensschloss. Also deswegen hätte ich schon ganz gern eine Stadtführung gemacht, um ein bisschen mehr über die Deutschorden herauszubekommen. Denn das ist immer, das ist ein ganz sehr schwieriges Thema. Das habe ich alles noch nicht so richtig verstanden. Aber ist okay, so ist es halt jetzt. Wir schauen uns das schöne Städtchen an und zeigen euch ein paar Impressionen davon. Gell, ja, genau, so machen wir das. Also, wenn wir was zum Essen finden, dann gehen wir da auch noch hin. Ja, haben wir eigentlich vor, dass wir hier irgendwo was essen wollen. Ja, wir haben so lange geschlafen und jetzt haben wir so spät gefrühstückt. Ja, jetzt gehen wir halt ein wenig später. Wir müssen ja nicht mittags um 12 Uhr. Ja, wenn Sie dann, was haben wir jetzt, 2 Uhr? Ja, dann gehen wir halt ein wenig später. Um 3 oder um 4. Im Notfall gibt es halt im Gustl wieder was. Auf jeden Fall für Mitte Oktober haben wir herrliches Wetter, oder? Richtig warm, wir sind viel zu warm angezogen. Ja. Schleppe unsere Jacke mit, aber... So ist es halt. Ist halt das Leben so, ja. Ja, und jetzt haben wir wieder genug gequasselt. Geht's weiter. Jetzt gehen wir ein Stückchen. Impressionen von Bad Mergentheim. Einfangen. Und so erst mal suchen und dann einfangen. Und euch zeigen. Ja. Das Mörike Haus haben wir gefunden. Hier hat er offensichtlich gelebt. Noch einer war vor uns da. Ein ganz bekannter. Und zwar der Beethoven. Als 21-Jähriger. Aber nicht als Komponist und auch nicht als Kapellmeister. Nein, sondern als Bratschist. Bratschespieler. Bratschist, ja. Der hat eine Bratsche gespielt. Genau, so ist es. Also noch vor seiner großen Wirkungszeit. 21. 21, ja. Das ist das Deutschordensschloss und es ist ganz dick in der Gegend, ist der Deutsche Orden vertreten. Ah, ja. Bad Wimpfen auch. Dann gehen wir da mal rein, oder? Hier schauen wir doch mal rein, vielleicht ist das Museum offen. So. Das Museum würde mich interessieren. Ja, gucken wir mal. Schauen wir doch mal.
Und auf Ordnung wird auch geachtet, denn wir sehen jetzt schon das zweite Mal Müllauto da rumfahren. Und er hat gerade gesagt, Samstag, Sonntag ist immer viel los. Ja. Also ist auch eine ordentliche Stadt, muss man mal ganz klar sagen. Da kommt die Ursi. Auch eine ordentliche Stadt, Ursula. Das Müllauto sehe ich schon das zweite Mal fahren. So sollte es sein, ja. Und das sogar am Sonntag leer. Und hier liegt nichts rum außer Blätter. Ja, ist Herbst. Also ist ganz schön Leben in der Stadt, ha? Ja. Der Wohnmobilstellplatz war sehr gut gefüllt. Mhm. Und touristisch ist hier einiges los. Ja. Auch Führungen. Stadtführung, also wie gesagt, nur Samstag, Sonntag nicht. Aber da ja, gebuchte kann man. Es gibt ja gebuchte Führungen. Weiß ich nicht, ob es die am Samstag, Sonntag gibt. Ja doch, man habt ihr doch vorher im Rathaus. Das war so eine Online-Stadtführung, würde ich sagen. Ja. So wie wir gebucht haben, nur ich weiß nicht, wo man an die Dinger rankommen werden. Naja. Ja, ich sage ja, also im Prinzip geben sie sich viel Mühe, aber, was heißt nicht im Prinzip, sie geben sich sehr viel Mühe, aber es kommt halt irgendwie in der Umsetzung, mangelt es dann bei uns, ja. Ja, ja, wir sind halt vielleicht auch ein bisschen umgegabt. Für die modernen Medien sind wir vielleicht nicht so zu gebrauchen, Ursi, kann das sein? Ja, ich auf jeden Fall. Ja. Man kennt sich ja nicht aus mit dem modernen elektronischen Zeug, oder? Nee.
Was willst du aufnehmen? Wir haben eine Fliege im Auto. Oh oh, das ist nicht gut. Das nervt. Was macht ihr, wenn ihr eine Fliege im Auto habt? Also wir haben diesbezüglich haben wir 3 Fliegenbatschen. Aber noch keine ist zum Einsatz gekommen. Nein, die haben wir eigentlich hier nur rumliegen. Ja, könnte man eigentlich eine raustun. Und wir machen das anders. Also die Ursi hat ihre eigene Methode, wenn während der Fahrt eine Fliege drin ist, die lockt sie so lang an ihr Beifahrerfenster, ja, bis sie dann irgendwann in der Nähe ist und dann schmeißt die Ursi die raus. Das klappt erstaunlich gut. Also ich hätte es nicht gedacht, dass das so klappt, aber es klappt gerade mit nervigen Fliegen, ja. Dazu braucht man wahrscheinlich Geduld und ein gewisses Geschick und das hat die Ursi. Und was dann am Abend nach der Fahrt noch im Wohnmobil ist, das ist dann meine Aufgabe. Und auch wir töten die nicht einfach. Nein, wir töten die überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben überhaupt noch keine einzige getötet. Nein, zumindest von den Schmalzfliegen da noch nicht oder von diesen normalen Stubenfliegen Nein, noch nicht. Sind ja. Wir sind nämlich tierlieb. Auch eine Fliege hat eine Lebensberechtigung, ja. Ja. Und ist auch nützlich, wenn es nur als Vogelfutter dient, ja. Und wir werden diese Fliegen immer, wir fangen die immer weg. Und wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt im Video. Ja, wisst ihr? Helle ist nämlich geprüfter Fliegenfänger. Jawohl, und das mit, also es gibt doch kein Patent dafür, sonst hätte ich das Meisterdiplom dazu, ja. Aber ich habe zumindest recht viel Erfahrung damit, das mache ich schon mein ganzes Leben lang so. Hat mir mein Vater beigebracht. Okay, was Nützliches. Ja, endlich mal was Nützliches, was ich gelernt habe in meiner Kindheit, ja. Also, dann gucken wir mal, ob wir die jetzt auch einfangen können. Genau, und ihr seid dabei. Aber wenn er sagt, er hat sie in der Hand, dann müsst ihr es glauben. Denn er wollte mir mal zeigen, dass er eine Fliege in der Hand hat. Und was macht er? Er macht die Hand auf. Und was passiert? Klar, oder? Ups, die Fliege war wieder unterwegs. Ja, weil die Ursi mir das nicht glaubte, dass ich es habe. Und dann habe ich es ihr gezeigt. Mal schauen, wie wir das hinkriegen, dass wir dann die Fliege wegfliegen sollen. Nein, nein, ich zeige es euch schon. Ich sperre die oben ein im Gitter, ja, und das habe ich nämlich schon mal gemacht. Ach so. Ja? Also das seht ihr jetzt dann gleich. Naja, mal schauen. Hörst du nicht? Okay. Nein, die ist gerade hierher geflogen. Hab sie nicht. Bald, warte jetzt. Nein. Ich sage nein. Probieren wir es aus, ob ich es habe. Ich sage nein. Doch, ich habe sie. Da ist sie. So, und jetzt wollen wir sie hier natürlich nicht einsperren. Und deshalb machen wir hier natürlich Sachfenster auf. Cool. Ja. So, jetzt geht's raus. Ja, nur an die frische Luft. Nur ein bisschen weiter aufmachen. So, die will natürlich nicht raus, weil es jetzt da drin so schön kuschelig warm ist. Mach mal ganz auf, die fliegt dann schon raus. Jetzt ist sie weg. Und? Haben wir euch nicht so viel versprochen? Manchmal haben wir 5 oder 10 Stück herin. Oh, so viel haben wir, 5 oder 10. Aber wenn wir an bestimmten Stellen im Sommer stehen, dann haben wir schon viel drin. Ja, und dann geht es den ganzen Abend, geht es bis die letzte da ist, ja? Ja, ja, wenn man vergisst, das Fliegegitter vorzuschieben. Aber es ist ein toller Sport, ich kann es euch auch empfehlen. Und jedes Mal kriege ich normalerweise von der Ursi einen Kuss, aber diesmal hat sie es vergessen. Ich kann nicht filmen und küssen. Geht. Doch, geht. Eigentlich wollten wir noch einen Tag an Bad Mergentheim anhängen, aber wir mussten dann
vorzeitig abreisen, haben aber diesen Sonntag in Bad Mergentheim trotzdem sehr genossen. Ihr Lieben, leider müssen wir Bad Mergentheim früher verlassen, als wir eigentlich wollten. Aber so ist es halt nun mal im Leben. Wir müssen heute leider wieder nach Hause. Aber bevor wir jetzt Richtung Heimat fahren, müssen wir den Gustl noch wieder herrichten. Das heißt, Toilette entsorgen, Wasser entleeren. Und frisches Wasser auftanken. Ja, okay, damit er wieder fit ist für die nächste Tour. Genau. Also dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt hier und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder weiterhin begleitet. Tschüss! Ja. Wir bedanken uns wieder bei euch fürs Zuschauen und für euer Interesse an unserem Kanal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Eindrücke von Bad Mergentheim bekommen. Schaut euch das Städtchen mal an. Es ist ein wirklich nettes Städtchen in Baden-Württemberg. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao!